Moin Leute, Trimax hier. Ihr habt euch dieses Video unbedingt gewünscht. Und zwar ziehe ich ja nach 3 Jahren wieder um. Bin ja direkt nach Hamburg gezogen. Wird jetzt meine Adresse komplett liegen. Ist so surreal, weil man hat jetzt so doll immer aufgepasst, dass das auf gar keinen Fall rauskommt. Jetzt ist egal, Mietvertrag läuft in ein paar Tagen aus. Dann wird umgezogen. Umzug hat sich leider verzögert, deswegen wohne ich jetzt noch 2-3 Monate bei meinen Eltern. Ihr habt das Ganze ja mitbekommen. Aber ihr wolltet diese Wohnung sehen und die werde ich euch jetzt zeigen. So, es ist alles schon komplett. Es sind gar keine Möbel mehr drin, also wir sind komplett bezugsfertig. Hier ist die Eingangstür, hier sind wir reingekommen. Gehen wir erstmal hier lang ins Schlafzimmer. Hier hatten wir einen IKEA begehbaren Kleiderschrank uns reingeklatscht, den über dem sogar die Nachmieter, was cool ist. Ich hatte 4 Fächer, der Rest vom gesamten Schrank hat meiner Freundin gehört und ja, das war hier so, war immer ganz praktisch. Dann hier Schlafzimmer, sehr, sehr kleiner Raum. Wir hatten hier ein Riesenbett, der war dann eigentlich schon voll. Hier hatten wir einen Fernseher an der Wand, fertig, Nachttisch, dann war der Raum schon durch. Vorhang war hier meistens zu. Hier ist direkt ein fetter Bürotrakt nebenan. Ja, die können halt reingucken. Die sitzen da 24/7. Vor allem, wenn ich erst um 11 aufwache, sind die halt schon krass am Arbeiten. Deswegen war dieser Vorhang hier meistens zu. Aber mehr haben wir im Schlafzimmer auch nicht gebraucht. Nur ein Bett und ja, das war's. Dann haben wir hier hinten das große Badezimmer. Badewanne. Ja, haben wir ab und zu mal benutzt. Ich würde sagen, insgesamt 15 Mal. Coole große Dusche mit Regendusche. Genau, wie man es braucht. Super. Badezimmer auch ganz geil. Okay, dann nach vorne will ich euch noch nicht zeigen. Ich mache das hier einfach als One-Take. Ja. Der Ton ist ja auch katastrophal, weil keine Müll mehr drin sind. Flur entlang und gehen hier einmal rechts. Hier rechts war ein Abstellraum, ein kleiner. Obwohl doch, jetzt wo alles leer ist. Hier waren Regale und so. Das ist doch ganz groß. Der war nur komplett zugestellt, ne? Dann haben wir hier noch das Gäste-Badezimmer. Die Dusche wurde, glaube ich, noch nie benutzt. Die haben wir nicht einmal benutzt. Auch hier Toilette. Ja, war ganz praktisch. Dann kommen wir jetzt nach... Nee, noch nicht. Kommen wir zu meinem Streaming-Zimmer. Das war hier. Das ist jetzt schon komplett leer. Und so wirkt der Raum... Oh, ich hasse das, wenn das so halt. Ich hatte hier alles voller Akustikelemente. Man kann unschwer erkennen, da saß ich. So sieht der Raum gar nicht so klein aus. Ich kann euch jetzt aber die Einspieler mal geben. Ich habe nach dem Stream, nach dem letzten Stream, den ich hier hatte, nochmal ganz kurz gefilmt. Da kannst du einmal reinschneiden, Daniel, wie das hier aussah. So, fangen wir hier an. Von meinem Setup aus. 3 Jahre von hier gestreamt. Da der PC. Ihr kennt wahrscheinlich immer nur den Greenscreen im Hintergrund. So sieht das Ganze aus. Die Vorhänge... So rote Kino-Samtvorhänge für noch geilere Akustik sind eigentlich immer zugezogen. Ich habe hier nie Tageslicht drin gesehen, sonst funktioniert der Greenscreen nicht. Das sieht man jetzt hier gerade zum ersten Mal. Hier waren 2 gigantische Akustikwände. Das sind sehr, sehr hohe Decken hier. Ich glaube, die Tür ist schon 2,5 Meter oder sowas. Damit der Schall hier drin geil ist, merkt man auch direkt, wenn das raus ist. Das waren 2 Stapel von diesen Kissen und das war hier eine Akustikwand. Da ist noch die Pokémon-Karte, die rüber muss. Greenscreen, auch nochmal Akustikelement. Sound ganz wichtig in den Ecken. Die Bassfallen, das kommt doch alles schön mit. Genau, deswegen war immer ein geiler Sound am Start. Aufgeräumt ist es überhaupt nicht, ist auch arschstaubig. Ich habe das jetzt hier alles weggeräumt, sonst sah es immer ganz gut aus. So ordentlich, wie es hier aussieht, sah es aber gefühlt nie aus. Kabelmanagement von mir komplett Vollkatastrophe. Weiß ich aber auch. Das Keylight ist ausgefallen. Habe ich mir vor 2 Jahren provisorisch mit einem Level-Up-Eis-Ziel ein Stativ gebaut. Und provisorisch, wie ich bin, bleibt das dann halt auch einfach für immer. Da kenne ich mich sehr gut. Den oberen Bildschirm, den 4. brauche ich nur, wenn ich PlayStation spiele oder Switch. Also so gut wie nie. Das heißt, ich habe immer nur 3 Bildschirme benutzt. Riesenschreibtisch, finde ich sehr geil. Der kommt auch mit. Hier hinten war sonst alles der ganze geile Scheiß drauf. Es ist jetzt wirklich nur, ihr wollt nur wissen, wie ich wohne, wie ich gewohnt habe. Ist jetzt keine Roomtour, wie das Ganze aussah, als es geil war. Hier war der Boxgürtelgewinn, wie ich gewonnen habe. Das seht ihr alle dann in der Studiotour vom neuen Studio von mir. Da wird das alles dabei sein. Geil. Geile Pokémon-Karten, nicht die teuersten, aber auf jeden Fall geile. Unfassbar viele geile Statuen, kleine Figuren und. Kann man hier rausgucken. Ich habe hier auch noch nie rausgeguckt, also der Vorhang war echt immer zu. Für mich jetzt auch surreal, das Studio hier zu sehen, weil es jetzt auch viel größer ist, ne? War auf jeden Fall immer sehr geil hier. Genau, also hier war ein Greenscreen, hier waren Akustikelemente, der Riesenschreibtisch war da, der Kühlschrank, die Klimaanlage und alles. Das hat hier nicht reingepasst. Ich musste jedes Mal den Greenscreen verschieben, um raus und reinzukommen. Das war mit einer der Gründe, warum wir nicht mehr hier weiter wohnen, weil das Studio ein Ticken zu klein war. Und hier verbringe ich ja die meiste Zeit. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir nach vorne. Bisher war noch alles chillig. Jetzt erklärt sich auch, warum die Wohnung gut was kostet. 50 Quadratmeter oder sogar 60. Offene Küche und Wohnzimmer mit einem geilen Ausblick direkt auf die Elbe. Ich weiß gar nicht, die Wohnung hat 120 Quadratmeter, kann das sein? Und hat im Monat 3
3.800 gekostet. Und das ist auch der Grund, der größte Grund, warum wir umziehen. Als wir hier eingezogen sind vor 3 Jahren, war dieses, das kommt ein riesen Einkaufszentrum hin. Das war alles noch nicht da. Wir konnten von hier runterschauen bis zu den Elbbrücken. Da konnten wir noch ein Fleet sehen. Es war eine krasse Aussicht in die Richtung. Jetzt wird auch hier ein Gebäude gebaut. Das wird uns die Sicht komplett nehmen. Wir haben schon den kompletten Bauleer mitgenommen, auch von der Baustelle. Rechts ist noch eine Baustelle. Vor uns ist jetzt eine Baustelle. Die ganze Elbe wird zugekleistert. Selbst da hinten auf der anderen Seite wird noch überall gebaut. Das ist schon richtig Baulärm. Gerade mit Fundamentbohren und so da unten. Hier wird Kies aufgeschüttet. Und das hier ist alles die Baustelle. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie laut so ein Geröll auf Metall ist. Von da hinten, die ganzen, das wird hier verlagert und so weiter. Also hier ist richtig, richtig, richtig Lärm. Deswegen können wir fast nie die, das ist heute noch entspannt, können wir fast nie die Fenster aufmachen, weil der Baulärm überwiegt. Und wenn das hier eh alles zugebaut ist, man das Wasser nicht mehr sieht, ziehen wir um. Aber es war unglaublich geil, gar keine Frage. Hier fahren teilweise gigantische Kreuzfahrtschiffe rum, riesige Containerschiffe. Da hinten ist super viel Action, was immer verladen wird. So richtig Hafengeschehen. Fand ich absolut geil. Schöne Aussicht, auch hier ein großer Balkon, auf dem ich stehe. Waren auf jeden Fall 3 sehr, sehr schöne Jahre hier. Hier war fett eine Couch, da war ein Fernseher, hier war der Esstisch, wo auch mal Familie vorbeikam. Das war's eigentlich schon. Also das ist hier eigentlich ein Riesenraum. Der ist auch, wenn die, das mit Südausrichtung, wenn die Sonne scheint, unglaublich helles Licht hier drin, nur Glas. Und dann sieht man direkt das Wasser, also das ist ein sehr, sehr geiler Raum. Haben wir hier sehr genossen. War die Küche, habe ich nicht so oft benutzt. Klar, wisst ihr, Kühlschrank und alles mit drin. Das ist es. Gibt's nichts mehr zu sagen. Es sind auch keine Möbel mehr drin. Ach nee, das Krasseste fast vergessen. Es gibt oben noch eine Gemeinschaftsterrasse. Ich glaube, ich war da nur 10 Mal oben, um immer das Leute zu zeigen, die sonst nie in Hamburg waren. Von da oben sieht man ganz Hamburg. Ich würde sagen, da gehen wir noch mal. Da gehen wir nochmal schnell hoch. So, einmal ganz kurz. Das letzte Spiel vom SSV Harztag, da hat es geregnet. Da war mein T-Shirt nass und das wollte ich dann draußen aufhängen. Hier auf der Liege, die habe ich gerade reingeholt. Das war noch dazwischen. Das ist jetzt auf jeden Fall in der Zeit nicht getrocknet. Kann ich das noch anziehen? Ja, oder? Das sieht doch hier gut aus. Das sind wahrscheinlich die Schultern, hier so der Kragen. Das ist noch ein gutes T-Shirt. Das ist gut fürs unterm Trikot tragen. So, hier oben in Stock 15 ist noch ein kleines Fitnessstudio. Waren jetzt nicht so meine Geräte, die ich nutze. Aber ganz cool, dass das hier war. Und dann gehen wir mal raus. Hier ist der Ausblick absolut verrückt. So, hier kannst du erstmal die Elbe runterschauen, flussabwärts. Da ist komplett die Elbphilharmonie drauf. Aber hier hast du ganz Hamburg, ne? Hier hast du ganz Hamburg, die Elbphilharmonie. Du hast den Dom, den Bunker, die tanzenden Türme vom Kiez mit drauf. Du kannst von hier das Planetarium sehen, die St.-Nikolai-Kirche. Den Michel kannst du sehen, es ist alles mit drauf. Du siehst das Rathaus, den Fernsehturm. Also du siehst von hier halt einfach ganz Hamburg. Das sieht nachts nochmal deutlich geiler aus. Vor 2 Jahren war hier oben auch noch erlaubt, Silvester zu feiern, wenn die ganze Stadt am Knallen und Böllern ist. Von hier oben der Ausblick war der Wahnsinn, das wurde dann irgendwann verboten. Aber das ist auf jeden Fall, wir sind hier halt am absolut südlichen Rand von Hamburg, also von der Innenstadt, sag ich mal. Ansonsten kann man von hier alle Wahrzeichen Hamburgs auf einem Schlag sehen. Das ist halt schon eine krasse Aussicht. Ja, hier wird eines der größten Einkaufszentren Deutschlands gebaut. Die sind voll drin. Ja, und da hinten sind dann die Elbbrücken. Also diesen Ausblick hatten wir eigentlich, als wir hier eingezogen sind, auch noch. Und da ist auch noch ein Fluss, was cool aussieht. Aber da kamen halt die ganzen Gebäude mit den Baustellen davor und der ewig anhaltende immer Baulärm. Ist, glaube ich, die größte Baustelle in einer Stadt Europas. Also das macht richtig, richtig Lärm. Ich finde es immer noch so surreal, dass ich das jetzt hier alles zeige. Man hat in jeder Instagram-Story bei mir so aufgepasst, dass man nicht nach draußen guckt und das Wasser sieht oder irgendwie sowas, weil das sonst die Adresse verraten könnte. Ja, jetzt ist es draußen. Mal selbst eure Meinung gespannt. Ist natürlich sauteuer, aber auch ein schöner Ausblick. Noch. In 6 Monaten ist das hier zugebaut. Ja, jetzt ist schon wieder los, machen wir direkt die Tür wieder zu. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, ich werde bei meiner neuen Wohnung nicht eine komplette Roomtour machen, nur mein Studio zeigen. Das wird richtig groß. Also das wird doppelt so groß wie der Raum hier von meinem alten Studio, was sehr, sehr cool wird. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Dann bin ich gespannt. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Hoffentlich dann in 3 Monaten aus der neuen Wohnung eine Studiotour, wenn alles funktioniert.